So, jetzt brauchen wir hier irgendwie die Kombination. Die wird ja wohl hoffentlich hier irgendwo stehen. Entry 2. Seems at least one of the victims survived the initial blast and then bled out slowly due to shrapnel wounds in the shoulder and abdomen. Nasty way to go. Very cliched. Entry 3. I'm unable to confirm cause of death on one of the bodies. It seems this fellow was simultaneously hit by the explosion. Vor allem ist er eine tote Ratte. Och, geil, die Bodenschlieren da. Oh, yes, and there's a shrapnel wound in the thigh, too. Entry 4. Well, this is a surprise. The shrapnel's not just exploded furniture and drywall. I think there's a piece of the bomb itself inside the third victim's soleus. There's another shrapnel wound in the chest. They've probably all got pieces inside them. I can't wait till morning. I'm gonna whack these pinatas and see if any more candy falls out. Gotham City Coroner's Office autopsy report performed 4:30 October 23rd by Dr. McCarthy. No. Okay, dann war's das. Aha. So, haben wir hier den Schlüssel. Zum Safe. The bomb's detonator punctured the lower abdomen. Also es ist schon spannend, auf jeden Fall. A detonator fragment lodged in the victim's clavicle. The fragments are mangled, twisted, but if I use the bat computer to simulate their original shape, I should be able to reconstruct the detonator and identify the serial number. Generating reconstruction. Ach, so darf ich die Dinger zusammenbauen in VR. So, Charge. Die sind ja dann auch nur so klein. They're demolishing an old sewer system beneath Founders Island. The sewer could be the killer's hideout. If I target our scanners on this area, maybe I can pick up Robin's transmitter. Scanning. Decrypting radio signal. Alfred. Batman. The sewer. He's alive, but in danger. I'm coming, Tim. Oh, es ist eine Falle. Sir, that sewer system has been ostensibly abandoned for some time. Whoever trapped Robin may well have made preparations for you. Aber es ist schon interessant. Wie nah das doch an und für sich an den ganzen Arkham-Dingern auch dran ist, ne? So die Art und Weise, wie die Missionen einfach strukturiert sind. Das ist ein Batmobil. Yeah! So. Ja, aber das sieht auch fantastisch aus. Also für ein VR-Spiel, ich meine, gut, es ist nicht lang, aber man kann auch nicht viel tun, aber dafür sieht es doch super aus. Und ich denke mal, da wird es dann auch. Well, here we are, together again.
Bin ich mir fast sicher, dass das auch irgendwann die Regel wird. Gerade wenn Nvidia hier mit... wenn Nvidia daherkommt mit intelligentem Dynamic Resolution für VR und die ganzen 3000er RTX-Grafikkarten und was da alles noch kommen wird. Robin! Ups. Okay, wenigstens lebt er. Batman, you're just in time for my daring escape. Aber die Animationen sind fantastisch. Let down here. Whoever it was, I didn't see them coming. This graffiti. Some kind of copycat, maybe. Wrong! And who are you calling copycat, Robin number three? Come on, we need to get out of here. Vor allem heißt es aber auch, dass der Joker am Leben ist. It looks like a blown fuse. I'll check on this side. Das ist sehr erstaunlich, weil eigentlich ist der Joker doch in Arkham City gestorben. Okay, what have we got? I think you need this. Ah, komm her. Das Problem ist, da ist der Boden. Mein Boden. Und da komme ich jetzt nicht dran. Whatever it does, it's got no power. Such insight. I don't know how we'll get by without it. I don't think it's working. A10, 20, warte mal, steht da was drauf? 20, gucke mal, B20. A10. B15. Haha. Oh, we can electrocute ourselves, great. Okay. Naja, aber da ist irgendwas aufgegangen. Killer Croc. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Who invited him? Oh, Robin, I'd kill you myself, but sometimes you need a little help from your friends. Okay. Well, it looks like some kind of. Ja, hab schon. Ja, nimm diese. Nehmen Sie diese. Aber cool. Aber noch mehr hier. Ja, das sind alle. One more. Wo soll ich denn jetzt hier noch eine Gearbox herkriegen? Not working, we need to get the cogs in place. You okay? Yeah, yeah. We just need that last cog. Das ist doch einfach. Okay, try the lever. Ha! Jetzt geht er rauf und ich nicht, oder was? Alright, your side's jammed. Hang on. Vor allem, warum er keine Maske an? Okay, that should do it. Right. Let's get you out of here. Oh.
Aha. Ist das etwa ein böser Traum? Ein Fiebertraum am Klavier? Ich hoffe. Weil Nightwing tot, Robin tot, Joker am Leben, das passt zumindest mit meinem aktuellen Wissensstand nicht in das Ende oder in die Nachgeschichte von Arkham City. Weil Arkham City ist, der Joker ist tot, ist seiner Titan-Erkrankung da erlegen, hat das Gegengift nicht bekommen und Batman hat ihn nach draußen getragen und Harley Quinn hat um ihn getrauert. Wir sind im Asylum. Geil. Scarecrow, oh bitte. Das kann nur irgendein Fiebertraum oder irgendein Albtraum-Ding jetzt hier sein, sonst kannst du das doch in den Kanon nicht einbinden. Es geht nicht anders. Weil du kannst Nightwing und Robin nicht einfach ausradieren. Aber geil. Ja, bam, bam, bam. Zess, Wesker, Jill. So. Kann ich hier einfach die Dinger aufmachen? Ich brauche ja so eine Karte. Kriege ich die Karten hier irgendwo her? Secured Access, guck mal. Das ist von... Wie heißt er? Hier der Wärter. Aaron, wie auch immer. Aaron Cash. Kaputt. Aber geil. Oh, wie super ist das? Wie heißt das? Scare? Scarface? Über die Puppe. Ja, er ist doch da. Man muss ja mittlerweile mit allem rechnen. Zess? Hallo? Nö! Kinda cozy in here, isn't it? Boah, das sieht auch gruselig detailliert aus hier drin, ey. Ah! Off night, sir. Geil! Ordinarily, I would beg you to take a night's rest, but... Das ist eine Albtraumsequenz. Hier ist Nightwing, er lebt noch. Oh, schön, das liebe ich ja. Wenn Sachen einfach hier ausgeblendet werden und ne, wo man hinguckt. Geil! Hunter concealed. Cover your tracks. Hi, Robin. You were the best fighter I ever trained. How did they beat you? Und schon wieder. Geil! Ich finde das super. Hunter, Partner in Crime. Said you'd be after him. Last thing he says. Ja, hier im Spiegel ist auch nichts. Your killer was fast, strong, but that wasn't why they beat you. They knew exactly how you'd fight. Pass auf, Batman hat Robin besiegt. Pass auf, oder Nightwing, wir waren das. Das ist ein Albtraum. Das kann nur ein Albtraum sein. Haven't you realized we're inseparable? I've got something for you. Das ist aus Arkham City. Whoever it was, I didn't see them coming.
this graffiti. Some kind of Joker copycat, maybe? Oh, das sind immer Gruseliger. Mr. J and the Bats. I kill you myself. Oh nein! Ja, wir waren's mit den Titanaugen. Oh nein! Wie super! Ach toll! Oh, das hätte ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet von diesem Spiel. Boah, super! Weil die Überraschung ist jetzt raus, aber geil! Ja, hat Spaß gemacht. Das war, denke ich mal, Batman Arkham VR. Ein sehr schöner Psychotrip. Und ich habe in den Beschreibungen, in den Steam-Diskussionen schon gelesen, sodass einige Leute schon ausgemacht haben, weil es gegen Ende doch recht psycho wird. Und ja, ich habe mir so ein bisschen schon das gedacht, dass das hier irgendwie albtraumhaft wird, aber doch cool gemacht. Cool gemacht. Gerade so sagt, du guckst irgendwo hin, dann guckst du zurück und dann steht da was anderes. Funktioniert immer. Ne, einfach die Realität anpassen an das, was du gerade brauchst. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, keine Ahnung, was ich als nächstes machen werde. Ich habe unter Steam auf jeden Fall noch, wo ich noch ein paar Sachen wegspielen will, noch ein paar längere Spiele. Ich denke mal, die werde ich mir gegen Ende aufbewahren. Und da werde ich jetzt bei Oculus nochmal gucken, was ich da an kürzeren Titeln vielleicht noch habe, einfach, dass ich die mal weg habe. Weil die längeren Sachen, ja, dauern halt dann doch länger und da möchte ich mich, das dauert dann einfach, bis ich dann, sage ich mal, VR-Content weg habe. Da will ich jetzt lieber in kurzer Zeit einige Videos hier hintereinander aufnehmen können, um mir dann Zeit zu lassen, die langen Sachen zu spielen. Genau, also da ist sowas bei wie zumindest mal reingucken mit No Man's Sky, Skyrim VR, Serious Sam. Was ist da noch bei gewesen? Solus Project. Das Doom 3 Add-on muss ich auch noch spielen, das habe ich immer noch auf Platte liegen. Ne, Return of Evil oder Resurrection of Evil. Lone Echo habe ich noch. Das werde ich definitiv spielen wollen. So, dann sind noch so Sachen wie hier, wie heißt's? Wrath. Dingens, dieses Kampfspiel mit, wo wir dann Götter dann sein können. Und, oh, wie heißt das denn? Wrath of Asgard's Wrath. Und, oh, das andere, wie heißt denn das? Das heißt hier mit dem Roboter, wo wir dann auch hier von Oculus Studios, Stormlands. Das werde ich mir auch noch irgendwann mal geben. So irgendwie Shadowpoint gibt's auch noch, was ich machen kann. Also ich habe auf jeden Fall mehr als genug. Enzyme-Testing. Ach, das ist einfach die Firma gewesen, die heißt Enzyme-Testing sehr wahrscheinlich. Thank you.
finally found you. You. Yes, you. You. The brains behind the brawn. I've infected every corner of this so-called reality, T. But I doubt you're smart enough to find a trace of me. Care to pit your meager wits against my mastermind one last time? Nein, ich denke nicht. Charakter Joker freigeschaltet. Ja, gut, dann wird man hier sehr wahrscheinlich noch VR-Sachen suchen können. Ich denke mal, das werde ich mir sparen. Ja, also, hier nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.